Ich bin's, Maximilian Willibald, Truchsesser von Waldburg. Ich möchte euch ein paar Dinge mal schnell erzählen. Wir haben echt tolle Sachen hier oben auf der Waldburg. Mittelaltergröße digital. Ihr wurdet von unserer Web-App durch die Burg geführt. Das gab's im Mittelalter so noch nicht. Oder für die Leinen unter euch. Gemüsesuppe. Selber herstellen. Also ihr lernt was über die Küche im Mittelalter und habt gleichzeitig... Und dann habt ihr gleichzeitig noch was eben Leckeres zum Essen. Wir haben hier oben eine Gutenberg-Druckerei. Und diese Gutenberg-Druckerei, die ist schon 600 Jahre alt. Also da lernt ihr dann, wie man den Buchdruck damals bei uns im Mittelalter gemacht hat. Erlebnistheater. Da kommen Burgführer und machen mit euch echt coole Sachen. Und dann gibt's natürlich noch Burgführen und Würstchengrillen. Also für euch als Kinder ist das richtig klasse hier oben auf der Waldburg. Immerhin eine der geschichtsträchtigsten Burgen, die wir in Mitteleuropa haben. Und da habe ich und meine Vorfahren dafür gesorgt. Ohne mich würde es Lindau und Konstanz nicht mehr geben. Der Bauernkrieg, mein Bauernjörg hier oben, Georg III., hat natürlich weltpolitisch einiges bewegt. Dann hatten wir den Kronschatz hier oben auf der Waldburg. Und das war schon vor 800 Jahren. Ja, Stauferkaiser Friedrich II. Hat dem meinem Urahn Eberhard von Tanne-Waldburg damals gebracht. Und die Waldburg war damals eben auch sowas wie die Hauptstadt von Deutschland. Also die Waldburger, meine Vorfahren, waren Reichsverweser des Deutschen Reiches. Und die haben sogar den kaiserlichen Nachwuchs Heinrich VII. Hier auf der Waldburg damals zum König von Deutschland ausgebildet. Also das ist echt eine vollkommen interessante Geschichte hier oben auf der Waldburg. Tja, ich bin's, die Clara Isabella. Ich bin nämlich die Frau von unserem Maximilian Willibald. Und der vergisst immer, ganz oben haben wir ja noch die Amerikakarte hängen. Das ist heute immerhin ein Stück Weltdokumentenerbe. Und da streichen sich bei uns auch bis heute noch Christoph Kolumbus und Amerigo Vespucci, wer denn wohl Amerika wirklich entdeckt hat. Das mit dem Namen ist ja eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und oben haben wir noch unsere Aussichtsplattform. Die ist mal richtig cool. Maria von Oettingen ist mein Name. Ich bin die Frau von Georg III. Vom Bauernjörg. Und ich erzähle euch auch, was damals so aus Sicht der Frauen im Bauernkrieg los gewesen ist. Das war nämlich gar nicht so wirklich witzig. Aber jetzt lassen wir meinen Mann auch mal zu Wort kommen, weil der hat's halb genug. Georg III., Truchsess von der Waldburg. Und ich habe mir den Titel Bauernjörg verdient damals, 1525. Also wenn ihr mehr über den Bauernkrieg hören wollt und vielleicht auch mal ein paar neue Informationen wollt, dann müsst ihr natürlich hier hochkommen auf die Waldburg. Ich erzähle euch dann, wie es wirklich war im Bauernkrieg. Federico Secondo ist mein Name, Stauferkaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Ich habe die Stadt Wangen damals gegründet. Ich habe Pfullendorf die Stadtrechte verliehen. Ich habe Egloffs bestätigt. Ich habe den Altdorfer Wald ans Kloster Weingarten gegeben. Und ich habe meinen Sohn damals auf der Waldburg zum König von Deutschland erziehen lassen. Und die Waldburger, die waren Reichsverweser des Deutschen Reiches. Also kommt hoch zur Burg und hört euch die Geschichten alle mal an. Tja, jetzt wisst ihr ja, was wir hier oben auf der Waldburg alles so damals gemacht haben, die letzten paar Jahrhunderte. Kommt vorbei und schaut's euch an. Es ist alles noch da und es wird ganz viel erzählt. Das ist wirklich richtig klasse, was dieser Max Haller hier oben auf der Waldburg macht. Endlich haben wir als geschichtliche Promis eine Stimme und können selber mal was erzählen. Also los geht's, kommt hoch zur Burg.